So, da haben wir dann jetzt dieses Sumpfgebiet, das wir einfach nicht abscannen können. Mist, aber hier haben wir noch ein gesamtes Gebiet offen. Naja, zu den Männern müssen wir eh noch mal irgendwann zurück, wenn wir ihre Frauen gerecht haben bei den Trollen. Dann nehmen wir das Gebiet in Augenschein, wenn wir wieder dort unten sind. Frag mich echt, wie stark werden noch die Endgegner? Und vor allen Dingen, wo gibt es noch mal neue Skorpidfallen? Ich bräuchte davon noch mal ein paar. Wehe, ich finde da keine mehr. Dann bin ich echt am Arsch. In manchen Situationen sind die Gegner einfach übermächtig. Was ich auch nicht so ganz verstehen kann. Andere ihre Artgenossen sind dann hin und wieder ganz normal. Naja, was will man machen? Hier würde mir jetzt die elfische Ausdauer ganz gut tun. Oh, eine Kiste. Fest verschlossen. Und ein unnötiger Gürtel. Scheiße, ich habe Schlüssel drin. Das war doch knapp. Und war da nicht rechtzeitig gewechselt. Dann war jetzt vielleicht ein bisschen Kopf kürzer. Folge jetzt mal ein bisschen der Straße. Würde mich über ein wenig Ausdauer freuen. Haben wir denn da noch... Ja, Ausdauertrank. Halleluja, das Sumpfgebiet ist aber nicht gerade klein. Gibt's noch mal eine Abbiegung... Und schon wieder eine Felsenwand. Mit einer Treppe. Hui. Ritter? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ha, ein neues Gesicht. Seid gegrüßt. Was bringt euch denn hierher? Sei auch gegrüßt. Was ist das hier für ein Ort? Wisst ihr es nicht, dass sie ist Real Or, die berühmteste Kriegergilde in ganz Rivellon? Kann ich diesen Ort betreten? Sicher, jeder ist hier willkommen. Vor allem Krieger, die noch nicht das Licht von Real Or gesehen haben. Haha, entschuldigt meinen schlechten Witz. Fühlt euch hier wie zu Hause. Hm, euer Name muss ganz oben auf der Liste der besten Komödianten von Rivellon stehen. Gehabt euch wohl. Okay, wir haben die Kriegergilde gefunden. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Schauen wir uns mal drumherum ein bisschen um. Ah, das waren auch die Mauern, die wir gesehen hatten. Jetzt verstehe ich's. Okay. Die haben sich aber echt auf einem riesen Plateau ausgebreitet. Nicht schlecht. Gibt es bestimmt auch ein Bett zum Ausruhen. Und dann gehen wir mal rein. Vielleicht können wir uns dieser Gilde ja auch noch anschließen. Ritter, die anscheinend gegeneinander kämpfen, Ausbilder und Schüler. Speichern mal eine Runde.
Hallo, ich bin der Ausbilder. Grüßt euch. Könnt ihr mir meinen Kampfstil verbessern? Natürlich kann ich das. Das sind die Regeln. Wir kämpfen so lange, bis einer von uns seinen Schwertarm nicht mehr heben kann. Setzt alle Kampftaktiken oder Tränke ein, die ihr habt. Selbst magische, wenn ihr wollt. Solltet ihr das Trainingsgelände verlassen, habt ihr verloren. Seid ihr bereit? Ja, lasst uns beginnen. Lasst uns beginnen. Und jetzt? Achso. Ausbilder hat keine Chance. Oh doch, er kann mich auch heilen. Ha! Lass uns hier aufhören. Es sieht so aus, als ob ihr erschöpft seid. Vielleicht habt ihr recht. Das nächste Mal werdet ihr nicht mehr so viel Glück haben. Glück, ha, kommt zu mir, wenn ihr euch glücklicher fühlt. Ja, machen wir es nochmal. Hat mich nur überrascht, weil er ordentlich Schaden ausfallen kann. Durchaus. Halleluja, das kostet mir ein bisschen was. Ha! Mann, lasst uns aufhören. Ich denke, ihr habt mich geschlagen. Ha, das war gar nicht mal so schwer. Ich muss zugeben, dass ihr wirklich gut seid. Meinen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar neue Taktiken beibringen. Das habt ihr. Vielen Dank für das Training, Meister. Nein, nein, ihr seid der Meister. Ich danke euch. Okay. So wirklich was haben wir jetzt aber eigentlich nicht bekommen. Naja. Ein Todesklinge. Das ist auch mal nicht so schlecht. Superheiltrank. Ganz schön viele geschluckt, muss ich sagen. Dafür den Ausbilder geschlagen. Aber was gelernt haben wir nicht. Und da ist der Eingang. Wirklich viel gibt es ja nicht in diesen Hallen, nenne ich es jetzt mal. Mönchszelibate, ui. Ein paar Gegenstände, die wir gut verkaufen könnten. Heda, ihr steht in dem Ruf, freundlich und mitfühlend zu sein. Mich wundert es, dass man euch hier hereingelassen hat. Heda, Krieger, was gibt es Neues? Ich habe gehört, dass die Trolle die Felder der Menschen verwüsteten. Aber darum kümmere ich mich nicht. Die Farmer können nicht so viel bezahlen, dass sich die Reise dorthin für mich lohnen würde. Und außerdem sind Trolle unangenehme Gegner im Nahkampf. Hab Dank für eure Zeit, Krieger. Da haben wir Alrik. Seid willkommen bei der Gilde der Krieger, junger Mann. Hier könnt ihr alles lernen, um den Weg des Kriegers zu gehen und zur wahren Meisterschaft im Kampf zu gelangen. Was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Ich bin Alrik, Vorsteher dieser Gilde, und so möchte ich meinen der größte Schwertmeister von ganz Rivellon. Über die Jahre habe ich mir mehr als 100 Lehrlingen den Weg des Kriegers gelehrt. Hm, ihr wirkt recht erfahren im Umgang mit der Klinge. Vor langen Jahren, als ich noch als Waisenkind in der Gosse von Flussheim lebte, traf ich den damaligen Gildenmeister. Er erkannte mein angeborenes Talent und brachte mich in dieses Gildenhaus. So übe ich mich nunmehr seit dem 14. Lebensjahr im Umgang mit dem Schwert. Ich erbitte, von der Gilde aufgenommen zu werden und von euch zu lernen. Ich erkenne viel Talent in euch und bin gewiss, dass es euch ein wahrhafter Schwertmeister, dass aus euch ein wahrhafter Schwertmeister werden kann. Alter, dämliche kleine Schrift. Manchmal regt es mich echt auf. Mit Hilfe der Gilde und ihrer Lernmethoden werdet ihr Perfektion im Umgang mit dem Schwert erlangen. Aber bevor es euch gestattet ist, der Gilde beizutreten, müsst ihr zwei Aufträge erfüllen. So sei es denn. Ich bin bereit, mich den geforderten Aufträgen zu stellen. Die erste Aufgabe prüft euren Mut und wird zeigen, wie ehrenhaft ihr seid. Habt ihr jemals vom Auge des Zyklopen gehört? Ich habe von dem Auge des Betrachters gehört, aber das ist wohl eine andere Geschichte. Beim Auge des Zyklopen handelt es sich um ein mächtiges Artefakt, welches Zan Talir anvertraut war, dem größten Krieger, den Rivellon jemals gekannt hat. Zan Talir wurde in der Zeit des Chaos getötet und seine sterblichen Überreste wurden gemeinsam mit dem Auge des Zyklopen in den Katakomben tief unter unserer Gilde begraben. Was ist meine Aufgabe? Uns hat die Kunde erreicht, dass die Orks eine Invasion ins Herzogtum planen, und so werden wir im bevorstehenden Konflikt auf die Kraft des Artefaktes des Auge des Zyklopen angewiesen sein. Nehmt diesen Schlüssel und steigt hinab in die Katakomben. Kehrt mit dem Artefakt von Tan Talir zurück. Ich werde später zu euch sprechen. Alles klar, dann gehen wir gleich mal da runter. Nehmen wir uns dieser Quest auch an. Ach, jetzt geht mir nicht auf den Sack. Ich will euch nicht anlabern. Da liegt ein Schlüssel auf dem Pult. Wie wunderbar. Schade, ich dachte vielleicht eine schöne
Brustplatte. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Ja, Todesglamour, auch nichts Gescheites. So besondere Waffen immer nur spärlich finden darf. Das ist doch unfair. So, da wären wir in den Katakomben und wir sehen schon auf der Karte rote Punkte. Irgendwelche Gegner sind dort unten vorhanden und in dem Falle wären es Spinnen und Käfer. Warum ausgerechnet Spinnen und Käfer? Das erscheint mir etwas willkürlich. So, schließen wir mal auf. Was allerdings mit Mut zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ach, es geht noch weiter runter. Okay. Das erklärt einiges. Wunderbar. Skelett. Aber echt wunderbar. Wir sind ein Level up. Und was nehmen wir denn dann diesmal? Auch wieder auf Stärke. Joa, eigentlich wäre das wahrscheinlich nicht verkehrt. Die Attacke müssten wir halt noch verbessern. Wir haben momentan nur eine 75%ige Wahrscheinlichkeit, ein normales Monster Stufe 31 zu treffen. Das ist schon echt bitter. Warum ist die Chance, jemanden zu treffen, so niedrig? Verdammt. Aber Stärke kann ich auch benötigen. Wegen mehr Schaden und so. Naja, nehmen wir die Gewandtheit mal wieder. Wird ja auch unsere Verteidigung ein kleines bisschen. Und als Fähigkeitspunkt könnten wir regenerative Kräfte verbessern. Oder auch mal den Frostzauber erlernen. Der, glaube ich, ganz hilfreich sein könnte. Hier haben wir schließlich nichts mehr. Überlebensinstinkt oder Frostzauber? Welches Level bin ich denn eigentlich mittlerweile? 31? Nee, das war mein Ruf. Aber doch, ich bin Stufe 31 sogar auch. Ja, probieren wir mal den Frostzauber, würde ich fast behaupten. Was anderes wirklich benötigen wir eh nimmer. Herrlich! Und mit Frostzaubern kenne ich mich aus. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Also ich muss sagen, die Skelette gefallen mir als Gegner. Die Tür ist verschlossen. Schlösser öffnen, misslungen, schämlich. Das haben wir schon in Level 5 und es geht immer noch nicht. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Muss ich da irgendein Rätsel lösen? Das sind überall solche blauen Steine an den Wänden. Ob die was damit zu tun haben? Ist aufgebrochen. Shit.